Ja, dann machen wir das so. Dann werde ich jetzt Palworld einmal die Woche machen. Dying Light die restlichen 3 Tage. Ja, die Woche hat nur 3 Tage. Ist so. Also Montag bis Donnerstag ist meine Streaming-Woche. Freitag ist ja dann Futtern mit Dös. Samstag ist manchmal was mit Familie, manchmal nicht. Und Sonntag ist meistens ja dann Adventure Game. Also werde ich es jetzt so machen, dass wir einfach montags Palworld machen. Dann versuchen wir jetzt die Woche Dying Light durchzuspielen. Und dann könnte es sein, verspreche nichts, könnte es sein, dass wenn wir dann Dying Light durch haben diese Woche, dass es dann nächste Woche mit Pokémon Feuergrün losgeht. Jo, schauen wir mal, ob das so klappt. Könnte auch sein, dass Dying Light halt noch ein bisschen länger dauert. Kommt halt ganz darauf an, wie sehr mir dann das Endgame oder das Postgame, wie nennt man das? Der Epilog, wie sehr mir dann der Epilog gefällt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir die Story dann locker durchkriegen, die jetzt die Woche. Aber es gibt ja dann noch so viele von diesen Extra-Quests, die mittlerweile über diese Kopfgelder hinzugefügt wurden. Die ja aber mehr oder weniger optional sind. Das sind so extra kleine Kapitel, die hinzugefügt wurden. Und ich weiß nicht, ob wir die alle durchjagen werden. Das müssen wir mal antesten und dann gucken. Aber theoretisch könnte ich die Story diese Woche, denke ich, noch abschließen. Hab ich so ein Gefühl. Und weißt du, was von Item man noch braucht? Eine Anzeige, wo tatsächlich gerade ein aktiver Dungeon ist. Ich habe mittlerweile schon so viele Dungeons hier entdeckt und mir markiert. Und trotzdem sitzt er halt die meiste Zeit zu. Dann bräuchte er irgendwie ein Item. Das kann von mir aus richtig teuer sein. Das kann von mir aus auch ein Item sein, was vielleicht, was ein Einmalgebrauch-Gegenstand ist oder so. Und dann muss es halt jedes Mal neu craften. Solange die Kosten nicht total übertrieben sind, würde sich das schon lohnen, finde ich. Dass man dann nachgucken kann, wo ist gerade ein Dungeon offen. Tombat Partnerfähigkeit? Nein, oder? Ernsthaft? Tombat kann dir anzeigen, wo ein Dungeon ist? Bin ich schon dran vorbei? Taucht unvermittelt vor anderen Pets auf? Nee. Ultraschallsensoren kann auf Befehl mit Hilfe von Ultraschallpuls in der Nähe aufspüren. Kann auf Befehl mit Hilfe von Ultraschallpuls in der Nähe aufspüren. Aber doch keine Dungeons. Oder doch? Gerade einen Ball geworfen. Ins Nichts. Eieiei. Und wo ist hier der Dungeon? Ich habe mir hier einen markiert. Sehe gerade aber nicht, wo der sein soll. Ach, hier. Gut, dass ich den markiert habe. Den hätte ich jetzt nicht gesehen.
Leaspunk. Okay. Hast du gerade zur Hand, welche Nummer da ist, damit ich jetzt nicht endlos scrolle? Leaspunk. 45. Kann auf Befehl mit Hilfe seines sechsten Sinns Dungeons in der Nähe aufspüren. Wird das dann auch besser, wenn du das auf einer höheren Stufe hast? Also macht es dann auch Sinn, den zu entsaften für die Fähigkeit? Mögliche Beute, Stahlschlüssel, Silberschlüssel. Silberschlüssel. Ich muss den züchten. Ich muss den züchten. Ein Leaspunk mitnehmen, einfach nur um Dungeons zu finden. Muss ich mir mal überlegen, ob sich das lohnt. Wenn ich richtig verstehe, erhöht sich der Radius durchs Entsaften. Und wie groß kann ich mir den Radius denn so ungefähr vorstellen? Also wenn ich mich jetzt hier zu dem Turm teleportiere. Moment. Meter, das ist ein bisschen wenig, ne? Wenn ich mich jetzt hier zu dem Turm teleportiere und ich aktiviere die Fähigkeit, wie weit ist denn das hier entfernt? Das sind locker 300 Meter oder sowas oder 400 Meter. Dann sehe ich ja gar nicht diesen Dungeon. Hat mir das nicht viel gebracht. Und ich wette, die Fähigkeit hat einen Cooldown, der dafür sorgt, dass du das eben nicht allzu häufig spammen kannst. Bestimmt sowas wie eine Minute oder zwei oder drei. Ist halt die Frage, wie viel ist denn das hier? Sind diese Zahlen, sind die Koordinaten in Meter? Also wenn ich jetzt hier bei 180 bin und das ist jetzt 222 oder 220, sind das dann tatsächlich nur 40 Meter? Nee, ne, das ist doch viel mehr als 40 Meter. Das müssen wir dann mal testen. Aber ich glaube, die Koordinaten sind nicht auf den Meter genau. Also eine Koordinate sind bestimmt 10 Meter oder sowas. Und wenn das dann da jetzt 40 Koordinaten Unterschied sind, sind das bestimmt 400 Meter. Schätze ich jetzt mal. Macht eher Sinn. Dann wäre quasi diese Distanz 400 Meter knapp. Und wenn du einen 500 Meter Radius hast, ja, dann kannst du quasi hier hinfliegen, aktivieren und dann siehst du, ob einer von denen ist. Ich hätte gern, dass ich mich hier hinstelle und aktiviere, ob überhaupt irgendwas da ist. 200 Meter auf Stufe 5. Nein, danke. Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Das bringt einem nur was, wenn man ungefähr weiß, ja, da ist ein Dungeon dort in der Nähe. Ich weiß nicht, wo genau. Lass den mal suchen mit dem Ding. Ich möchte aber, ich bin ja eher auf der Suche nach sowas. Ich weiß, dort sind die Dungeons. Ich habe sie mir markiert auf der Karte. Ich möchte jetzt wissen, welcher von denen ist denn tatsächlich offen. Das möchte ich von möglichst weit her schon wissen. Und dafür gibt es halt keine Lösung, oder? Das war jetzt halt die Frage. Gibt es dafür was? Dass ich das von richtig weit schon sehen kann, ist der offen oder nicht. War gerade hinter einer unsichtbaren Wand, habt ihr das gesehen? Kam da nicht raus. Nur durch die Attacke.
Na kommt, wir wissen, was es gibt. Hallo? Hallo? Lange gedauert, du. Wie schnell man hier voll ist. Ja, die 200 Meter, die würden echt nicht viel bringen. Es sei denn, man kann die Fähigkeit richtig häufig einsetzen. Sowas wie in 10 Sekunden Cooldown oder sowas. Dann könnte ich auf dem Weg zur einer Höhle das Ding schon einmal aktivieren. Och, nö, da ist nichts. Geh auf dem Weg zur anderen, aktiviere es da nochmal. Aber wenn das Ding einen langen Cooldown hat und 200 Meter ist, das ist mies. Forstmeister, ey. Und bräuchte ein Item, mit dem man gezielt ein Passiv entfernen kann. Der blöde Forstmeister kommt mit. Oh, ja, da haben wir endlich einen. Da haben wir endlich einen ohne Forstmeister. Jetzt müssen wir hoffen, dass es entweder auch die drei guten Stats hat oder zumindest, dass wir vielleicht damit den männlichen austauschen können. Das ist auch noch einer. Das ist auch noch einer. Wir haben zwei. Wir haben zwei gute. Also, ich will nichts. Ich will es jetzt nicht jinxen, aber zweimal gute Passive zumindest. Und mal schauen, was für ein Geschlecht das Bella Noir ist. Ach, übrigens, Xela, falls du gerade dabei sein solltest, deine Brutstätte ein bisschen umzubauen für die elektrischen, ne? Denk dran, elektrisch bedeutet auch elektrisch. Die ziehen ganz schön viel Strom. Deutlich mehr, als du wahrscheinlich erwartest. Wenn du die erstmal alle in Betrieb hast. Hast du nicht vor, okay. Ich musste zumindest hier. Musste noch ein zweites Kraftwerk reinsetzen und nochmals zwei Orsergs. Also jetzt vier Orsergs und vier Kraftwerke habe ich jetzt hier drin. Was? Zwei Kraftwerke, vier Orsergs, so rum. Zwei Kraftwerke. Ach so, du gehst. Okay. Wenn du so selten reingehst, ja, dann.
Und meine Farm ist komplett voll, sehe ich gerade. Wir müssen gleich mal ein bisschen aufräumen. Aber habe ich nicht gerade noch ein paar ausgebrütet? Wo sind die alle hin? Liegen die jetzt da oben? Q, Alter. 2 von 3. Würde es Sinn ergeben, den hier rauszunehmen? Und dafür den hier rein? Der hat die richtigen Passiven und hat viel HP. Und der bringt dann Angriff und Defense rein. Ich muss auch jetzt auf jeden Fall erstmal Platz machen. Ich kann nichts mehr ausbrüten. Wie machen wir das jetzt? Ich kann nichts mehr ausbrüten. Ich hab noch keinen, der so gut ist, dass ich sagen würde, es würde sich jetzt lohnen, auf den zu entsaften. Weißt du? Aber meine Liste ist halt voll. Ich muss entsaften. Machen wir denn da? Warum habe ich die alle favorisiert? Habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Warum sind die Symbole falsch? Lol. Vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen was zerlegen. Und machen ein bisschen Platz. Ich will die Jormunthais jetzt noch nicht entsaften, weil es lohnt sich einfach noch nicht so richtig. Ich wollte ursprünglich mal Dogen züchten, weil ich diese eine gefunden habe und dann die Teleportationsfähigkeit so toll fand. Aber eigentlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Das sind trotzdem über Level 50er Monster, also es lohnt sich schon, denke ich, aufzuheben für einen Bosskampf oder so. Wenn einmal die Pelz ausgehen, dass man schnell was nachbeschwören kann. Ja, 3 gute Stats. Ich weiß nicht, ob ich das hier was zum Züchten brauchen werde. Ach, egal.
Viele Wumpos. What the fuck, Alter? Ich an Nubisse. Auch die Frage, werde ich irgendwann mir noch mal die Mühe machen, richtig gute Anubi Handwerker herzustellen mit Nach aktiv und Handwerkmeister und schnelles Rennen und so ein Scheiß. Braucht man das? Wir haben ja mittlerweile eigentlich schon alles, ne? Brauche ich dann so viele Anubi hier? Keine Ahnung. Aber wir machen gerade wieder gut Platz, glaube ich. Ich glaube, das reicht erstmal. Wieder Platz, noch mal weiter. Die sind noch gar nicht fertig. Da habe ich auch gar nicht auf die Stats geachtet. War da was Gutes dabei?
Das waren alles bloß Kühe. Das waren alles bloß Kühe. Ach, fuck, jetzt bin ich hier volle Kanne reingelaufen. 6000 Goldmünzen. Wow, diese kleinen Schatztruhen bringen ja ganz schön was, hä? Ja, kommt klar. Da liegt noch so viel Zeug da. Ach, hier geht's alle schlafen, ne? Das sollte jetzt eigentlich nicht verschwinden, ne? Sollte eigentlich eine Stunde lang da liegen. Kann ich ja eigentlich in den Dungeon gehen. Eigentlich. Ach ja, direkt vor mir. Brauche ich vielleicht doch diesen Sensor-Skill? Oder einfach mal die Brille aufsetzen? Oh. Ich sag ja, Silberschlüssel fehlen mir irgendwie immer. Weiß nicht warum. Goldschlüssel habe ich in gigantischen Mengen. Silberschlüssel null. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Silberschlüssel gibt es in den kalten Regionen. Und Goldschlüssel in der Wüstenregion, weil ich öfters in der Wüste unterwegs bin, wahrscheinlich deshalb. Oder ist das random? Wer weiß das? Keine Gegner hier. Jetzt tauchen sie auf. Jetzt, nachdem ich die Attacke gemacht habe.
Hallo. Ja, ganz schön krasse Attacke. Hätte ich nicht erwartet. Was ist das für eine hässliche Base? Wollen wir die mal abreißen? Wollen wir mit einer Panzerfaust drauf ballern oder so? Ja, oder? Warum benutzt man Blazer nur zum Abbauen, wenn man doch auch die bessere Nachtversion benutzen könnte? Ja, aber warum so viele zum Abbauen? Wow, ich habe bei mir einen. Wie heißt denn der? Ich habe bei mir einen einzigen. Heißt er denn? Hier, Astegon. Wenn wir einen Astegon am Erzbergwerk, einen Astegon am Steinbergwerk und so weiter. Und der ist ja auch noch. Der arbeitet ja nachts und tags. Und ich krieg das gar nicht verarbeitet von dem alles. Krieg das gar nicht weg. Ich habe so viele Ressourcen, ich weiß nicht wohin mit dem Scheiß. Warum setzt man hier vier Blazer-Modes hin? Zähler. Erklär mir das mal. Wozu brauchst du die? Oder ist es gar nicht deine Base? Ist doch deine, oder? Und warum Grisbolts? Warum keine Orsiaks? Es ist sehr verwirrend. Sehr verwirrend. Irgendwie sind die Spawns hier merkwürdig. Leckt alles so ein bisschen hinterher.
Müsste hier nicht noch eine zweite Kiste sein? Eine habe ich aufgemacht. Bin der Meinung. Ah, da. Wollte schon sagen, es müssten eigentlich zwei sein. Also. Warte mal. Mir schreibt gerade jemand aus meinem Tab-Type-Spiel. Hallo, ich habe gerade in deinen Stream reingeschaut, aber ich spreche die Sprache nicht und nichts kenne das Spiel auch nicht. Also tschüss. Da schreibt er mir im Discord, statt sich hier im Chat mal zu melden, weißt du? Ein Meteorit? Im Dungeon? Hi, Shelterin. Hallo, Wixchen. Oh, should I say Dori? Hello, Dori. Schneise. Genau. Das sage ich auch immer. Immer wenn ich zu viel gesoffen habe, dann ist es eine richtige Geysir-Schneise. Da drüben. Ne, da drüben. Ist auch offen. Perfekt. 14 Minuten. Ach, so lange braucht man nicht. Wir rennen da doch durch. Das ist wahrscheinlich erstmal der letzte Dungeon für diese Aufnahme, und dann werde ich wahrscheinlich für den Rest des Abends die Aufnahme dann weglassen. Wir streamen gemütlich weiter. Ich werde hier und da mal auf die Ölinsel gehen, mal ein bisschen die Eier schauen und weiter züchten und so. Vielleicht noch mal in den Dungeon reingehen hier und da, oder mal einen Legendary-Kampf oder so, also irgendwo, ne? Oder ein paar Kisten sammeln. Aber ich glaube, für die Aufnahme, also für das Status-Update, wie es aktuell steht, haben wir erstmal wieder genug. Ich weiß nicht, es macht einfach, für mich persönlich macht es einfach keinen Sinn, aufzunehmen, wie ich 20 Mal durch die Dungeons renne. 20 Mal über die Ölbohrinsel. Das macht für mich alles einfach keinen Sinn. Das kann man im Stream machen. Und ja. Im nächsten Stream machen wir am Anfang wieder ein bisschen Aufnahme, wie der aktuelle Status ist. Und dann wieder einfach zusammen im Stream ein bisschen rumgurken. Für die, die einfach alles sehen wollen, jeden Dungeon, jedes bisschen, was hier gefarmt wird, die können ja auch einfach in die Playlist reingucken mit den Livestreams. Es gibt ja eine Playlist, wie bei Valheim damals, gibt es eine Playlist, wo die Folgen sind für die Staffel 2. Und dann gibt es eine Playlist, wo einfach nur die Raw Livestreams drin sind. Mm-hmm.
Ach Gott. Oh, jetzt Gefahr, ich schaffe das irgendwie. Fühlt sich fast schon wieder so an, als würden wir hier Diablo spielen. Bloß, dass ich tatsächlich viel lieber Diablo spielen würde als das. Vielleicht machen wir das bis Oktober. Mal so eine Runde Diablo 2 oder Diablo 3 oder sowas. Und da sagt der Xela bestimmt nein. Der Xela will ja immer sein Pokémon. Nicht wahr, Xela? 150 Pokémon. Ja, das sind wirklich viel. Doch ich will Pokémon Meister sein. Das ist mein Ziel. Habe ich mich verlaufen? Fuck. Tatsache. Bin wieder am Eingang gelandet. Da sind die Schirmchen. Gehen wir einfach mal direkt zu den Schirmchen. Zu den Cocktail-Schirmchen. Habt ihr euch eigentlich jemals gefragt, warum das Cocktail heißt? Hahnenschwanz? Ich schätze mal, es heißt, dass das Cock aus Cocktail ist doch der Hahn. Es wird doch nicht der andere Cock sein, oder? Warum heißt es also Hahnenschwanz? Oder heißt es Schwanzschwanz? Nee, aber ernsthaft, warum heißt das so? Xela ist anwesend, aber antwortet nicht. Typisch. Da ist mein Kopfhörer einfach auseinandergeflogen. Oh, super. Ich sag doch, ich muss mir mal langsam neue kaufen. Die halten nicht mehr. Guck mal, da ist er. Ach, das ist der Meteor, der vor uns runterkam. Kein Platz mehr. Stoff, Lastenträgerin, ach keine Ahnung.
So ein Bella Noir Libero könnten wir heute Abend noch machen, ein oder zwei. Mit dem Stream dann zusammen. Ich würde jetzt als allerletzte Aktion fürs Video, würde ich jetzt vielleicht noch mal kurz in die Wüste rennen und da mal fix die beiden Bosse machen, Palladius und Nekromus. Nur mal so zum Spaß. Und dann würde ich einfach mit dem Stream zusammen hier den Rest des Abends abbauen. Und mal gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Warum sammelt das da oben keiner ein? Sind da früher immer rangekommen? Oder sammeln die noch und sind es einfach zu langsam? Normalerweise kamen die da immer dran. Ich weiß gar nicht, ob ich die fangen werde oder jetzt einfach nur einmal kurz platt mache. Aber habe gerade irgendwie Lust auf den Kampf. Crustallion werden wir heute wahrscheinlich auch noch einmal fangen gehen. Davon habe ich noch nicht so viele. Habe hier noch gar nicht angefangen, die zu züchten. Weiß auch nicht warum. Eigentlich Fostalien plus Fostalien wäre kein Problem. Ich glaube, ich habe sogar ein männliches und ein weibliches. Aber das ist Rille. Wir gehen es dann einfach nochmal fangen. Hier müssten die kommen, oder? Genau. Ich kenne mittlerweile den Weg. Ja, kenne die Stelle sogar. Hier müssten die jetzt auftauchen. Hier könnte man vielleicht mit dem Raketenwerfer was bringen. Dass die möglichst immer gerade hinfallen und nicht viel anstellen können. Gerade eingefroren. Na, einen haben wir. Und gleich kommt der nächste. Einfrieren, einfrieren, einfrieren. Komm, 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 komm. Ja! Hä? Im eingefrorenen Zustand hast du das Ding abgestoßen? Niemals! Niemals!
Ja, das Shadow Big ist schon ganz schön stark, ne? Es hat gerade quasi mehr oder weniger solo gegen die beiden gekämpft und hat nicht wirklich Schaden bekommen. Und dabei ist es kein volles Kampf-Shadowbeak. Es hat blitzschnell mit drauf, ne? Du könntest es sogar noch mächtiger machen für einen Kampf, indem du blitzschnell natürlich durch, was denn, irgendwas Gescheites, Wild oder sowas ersetzt. Ich hab da, glaube ich, legendär blitzschnell. Oh, das war auch nicht schlecht. Was habe ich denn da drauf? Legendär, Konzentration, Blitzschnell und mehr Kraft als Verstand. Blitzschnell mit Wild austauschen, bumm. Shadowbeak ist geil eigentlich. Ich habe da eigentlich nur Blitzschnell drauf für Dungeons und für von A nach B kommen. Aber wenn ihr das wirklich nur auf Kampf bauen wollt, dann klatscht natürlich Wild mit drauf. Und dann könnt ihr damit Legendaries zerlegen, ja. The fuck, sind die gerade aus dem Himmel gefallen? Sind die gerade aus dem Himmel gefallen? Diese scheiß Musik draußen, ey. Leute, macht euren Mist aus. Sitzen die im Hof und haben Musik so laut, dass ich das in meinem Zimmer hier oben so laut höre, als wäre das hier angemacht. Oh. Kann ich nicht ab. Musik hören ist eines, aber wenn man die Musik so laut hört, dass die anderen mithören müssen. Sowas kann ich nicht leiden.